Hallo, es ist jetzt 18 Uhr und ich begrüße Sie zu unserem Journal Club. Der Journal Club wird heute Herr Professor Wagner halten. Professor Wagner ist stellvertretender Leiter der Sektion Rheumatologie am Universitätsklinikum Leipzig, leitet dort eine Arbeitsgruppe für immunologische Fragen unter Berücksichtigung vor allem der T-Zellen und der T-Zellimmunität bei entzündlich-rheumatologischen Erkrankungen. Und Herr Professor Wagner wird uns heute eine sehr interessante Publikation vorstellen über verschiedene Zellsubpopulationen, welche bei der Pathogenese der rheumatoiden Arthritis eine Rolle spielen. Und hier natürlich der Fokus auf die T-Zellen. Mein Name ist Alexander Pfeil, ich bin Rheumatologe in Jena und möchte auch gerne noch meinen Co-Chair mit vorstellen, Frau Dr. Pescher vom Universitätsklinikum Tübingen von der dortigen Rheumatologie. Und wir freuen uns jetzt auf eine interessante Veranstaltung mit Professor Wagner. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für die Einführung, Herr Pfeil. Ich habe vor dem eigentlichen Start unseres Journal Clubs die Aufgabe, darauf hinzuweisen, das ist wohl so Usus, dass dieser aufgezeichnet wird und dann auch in einem YouTube-Kanal unserem zur Verfügung steht. Den Link sehen Sie dann. Deshalb ist es wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass unser Journal Club heute im besten Sinne des Wortes eine Austauschplattform für Wissen sein soll und keine medizinische Beratung, keine Sprechstunde oder Handlungsanweisung. Ich freue mich auf regen Austausch. Ich hoffe auf Fragen, die Sie natürlich gern im Chat stellen können. Einige Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe sind online, die bitte ich auch während des Vortrags und sobald nach welche auftauchen, Fragen zu stellen, gern auch zwischendurch. Sonst werden wir am Schluss des Vortrags aufarbeiten. Jetzt also zum eigentlichen Inhalt. Ich habe diese Publikation ausgewählt, weil sie aus meiner Sicht tatsächlich eine der bedeutendsten in der rheumatologischen Forschung in den letzten Jahren war und ist. Ich werde nichtsdestotrotz den ersten Teil meines Vortrags dafür verwenden, dass ich denjenigen unter den Zuhörern, die noch keine Rheumatologen sind oder noch nicht in der rheumatologischen Forschung tätig sind, einen gewissen Hintergrund über die Entstehung solcher Projekte gebe und das am Beispiel eines Projektes machen werde, welches wir selber bearbeitet haben in unserer Arbeitsgruppe. Ergebnisse liegen schon einige Zeit zurück. Ich hoffe aber, dass sich am Schluss des Vortrags erschließt der Link zu der Publikation und ich hoffe auch, dass man sieht, dass man mit solch kleineren Bausteinen zum größeren Wissensgebäude in der Rheumatologie beitragen muss. Gut. Ich habe lange gesucht nach einem schönen, bunten Übersichtsbild, mit dem ich diesen Vortrag eröffnen kann. Ich habe eins professionelles von R&D Systems gefunden. Es gibt viele andere. Wenn man diese anschaut, sieht das eigentlich aus wie die Wimmelbilder, die früher meine Tochter sich immer angeschaut hat und wo es immer noch was Neues zu entdecken gab. Das hier ist eines mit Fokus auf die Knochenresorption und Sie sollen keinesfalls ins Detail gehen. Ich möchte nur dieses Bild nutzen, dafür einzuführen, wie viele Zellpopulationen eigentlich in diesem Krankheitsbild eine Rolle spielen. Sie sehen hier den Pannus im Gelenk. Das ist das, was unsere betroffenen Gelenke zerstört und was wir bekämpfen müssen. Dort drin spielen sicherlich T-Zellen eine entscheidende Rolle. TH1 und TH17-Zellen sind hier aufgeführt. Da werde ich gleich noch drauf kommen. Nichtsdestotrotz sind Monozyten und Makrophagen von entscheidender Bedeutung, genauso wie auch synoviale Fibroblasten. All diese entzündlichen Mediatoren aktivieren Osteoklasten, die dann den Knochen tatsächlich zerstören oder zumindest die Balance zwischen Knochenaufbau und Abbau zerstören. Und ob sich das alles im Gelenk abspielt, wissen wir auch nicht so genau, weil natürlich die sekundären Lymphorgane, die lokalen Lymphknoten, auch Orte einer wichtigen Immunantwort sind und dort spielen einige der T-Zell-Populationen schon in der Auslösung der autoreaktiven Immunantwort eine Rolle. Was hier noch völlig untergeht in diesem Bild, das war dem Zeichner offensichtlich nicht so wichtig, sind zum Beispiel solche
unwichtigen Zellen wie B-Zellen, das war jetzt ironisch gemeint, die wichtigen Autoantikörper produzieren, die kommen hier gar nicht vor. Sie sehen also, das Ganze ist tatsächlich extrem komplex und es ist so, dass sich die Forschungslandschaft ein bisschen aufteilt. Es gibt halt Labors, die machen Fibroblastenforschung, es gibt Labors, die untersuchen B-Zellen, wir haben T-Zellen und Monozyten gemacht. Viele Labors bearbeiten das Wechselspiel zwischen zwei verschiedenen Zellpopulationen. Im ersten Journal Club unserer Reihe von Hannes Lorenz haben Sie gehört, dass es eine ganz intensive Interaktion zwischen Fibroblasten und B-Zellen gibt bei der rheumatoiden Arthritis, die einen starken proinflammatorischen Effekt hat. Aber es gibt eigentlich naturgemäß niemand, der schaut, wie diese fünf relevanten Zellpopulationen in ihrer Komplexität in vivo miteinander zusammenarbeiten, um eben diese Erkrankung zu erzeugen. Das ist praktisch gar nicht möglich. Also die Integration dessen muss eigentlich immer eine theoretische Leistung sein. Weil, warum ist das so wichtig? Hier ist dargestellt in einem nicht ganz aktuellen Bild, auch das nur ganz kurz zum Überblick gewinnen, an wie vielen verschiedenen Stellen man in diesen Mechanismus eingreifen kann. Und es ist tatsächlich so, dass wir Rheumatologen derzeit schon Möglichkeiten zur Hemmung monozytärer Zytokine, zur Blockade der T-Zell-Stimulation, zur Beseitigung von B-Zellen, aber auch insgesamt zur Zytokin-Hemmung von Immunzellen haben. Wir können also an ganz vielen Stellen eingreifen, müssen aber das natürlich sehr überlegt tun, um nicht unerwartete Nebeneffekte auszulösen. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Lieblingszellpopulation, wollte ich jetzt nicht sagen, aber der wir schon lange arbeiten, das sind die T-Zellen. Warum sind die überhaupt wichtig bei der rheumatoiden Arthritis? Es gibt ganz klare Hinweise, die hier auf der linken Seite aufgeführt sind. Die Erkrankung ist assoziiert mit bestimmten HLA-Polymorphismen. Das sind Gene, die sich unterscheiden zwischen den Menschen und manche Varianten dieser Gene sind gehäuft vorhanden bei Patienten mit Rheuma. Es gibt andere Mutationen, die mit T-Zellen zu tun haben. Es gibt einen ganz klaren Nachweis einer Relevanz von T-Zellen, weil eine T-Zell-gerichtete Therapie mit dem sogenannten Abatacept eindeutig wirksam ist, gut verträglich ist und beweist, dass die T-Zellen die Autoimmunantwort unterhalten. Und es gibt Mausmodelle, an denen man das ganz gut untersuchen kann, die eindeutig T-Zell-getriggert sind. Auf der rechten Seite ist dargestellt, wie komplex die T-Zell-Physiologie schon bei gesunden Menschen ist. Unsere T-Zellen kommen alle aus dem Thymus, aber die meisten entstehen in der Jugend. Im Alter geht der thymische Output deutlich zurück. Bei RA-Patienten ist das schon viel früher der Fall. Stattdessen fangen T-Zellen von RA-Patienten an, sich zu teilen, einfach um sich zu erhalten. Das ist dieser Buckel mit auswachsenden Klonen sozusagen. In diesem Prozess entstehen immer mehr autoreaktive Zellen, die gesunde Kontrollen eher wenig haben. Und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Autoimmunerkrankungen und insbesondere von rheumatoider Arthritis. Diese nehmen im Alter immer zu. Also T-Zellen sind ein wichtiges Thema. Und der eigentlich bahnbrechende Hinweis darauf kam aus der Genetik. Schon 1978 hat Peter Stastny beschrieben, dass diese Erkrankung rheumatoider Arthritis mit einem Allel, dem HLA-DR4-Allel, assoziiert ist. Später hat man dann gefunden, dass es in zum Beispiel Aschkenasi-Juden ein bestimmter Subtyp des DRB1-01-Allels ist. In Spanien gibt es Allele von DR10 und in einigen nordamerikanischen Indianerstämmen, Yakima-Indianer, ist das DRB1-1402 das RA-assoziierte Allel, was besonders deshalb so interessant ist, weil dort die Erkrankung eine sehr hohe Prävalenz hat. Und dann kam Peter Gregerson 1987 und hat gesagt, all diese Allele haben an einer Stelle, dort an der hypervariablen Region 3, nämlich da, wo sie Antigen binden, dort haben die eine gemeinsame Aminosäuresequenz. Das ist sowas wie ein geteiltes Epitop, ein Shared Epitop. Daher entstand diese T-Zell-Hypothese bei der rheumatoiden Arthritis. Und das ist das erste Bild, in dem tatsächlich visualisiert wurde in einem Proteinkristall, was diese DR4-Assoziation eigentlich bewirkt. Hier oben, das soll eine symbolische T-Zelle sein und das ist der T-Zell-Rezeptor, so sieht der aus auf der Zelloberfläche. Und hier unten dem gegenüber steht auf der antigenpräsentierenden Zelle ein HLA-Molekül und das bindet das Human
das Hemagglutinin-Peptid hier an dieser Stelle, das ist da reingemacht. Aber prinzipiell ist das die einzige relevante Funktion eines HLA-Alleles. Und da diese nun mal mit der rheumatoiden Arthritis assoziiert sind, muss diese Antigenerkennung von HLA-Allelen eine Rolle spielen bei der Erkrankung. Das ist was, was wir nie vergessen dürfen. Und weil das so schön aussieht, habe ich dieses nicht mehr ganz neue Dia nochmal hier reinkopiert. Was Sie hier sehen, sind zwei blau gefärbte T-Zellen, die auf einer nicht gefärbten Antigen präsentierten Zelle die Oberfläche scannen mit Hilfe ihres T-Zellrezeptors. Und Sie sehen am Anfang, hier sehen Sie eine T-Zelle, die diese Antigen präsentierende Zelle scannt. Und dann kommt eine andere und verdrängt die da sogar. Und dieser Kontakt, hier oben kommt jetzt die zweite, diese Kontaktstelle ist die immunologische Synapse. Dort ist das HLA-Allel wichtig und dort ist der T-Zellrezeptor wichtig und dort muss irgendwo Rheuma entstehen. Deshalb untersuchen wir CD4-positive T-Zellen. Wenn man histologisch die Gewebe von Rheuma-Patienten untersucht, sieht man, dass das eine der häufigsten Populationen in diesem entzündlichen Infiltrat ist. Und wir haben eine Studie gemacht, wo wir schauen wollten, wie denn in einem In-vitro-System man nachbauen kann, wie sich T-Zellen in dieses Gelenk hineinbewegen. Die zirkulieren normalerweise im Blut und müssen dann in die entzündlichen Gelenke hineinmigrieren, um dort auch Entzündung auslösen zu können. Und hier ist das dargestellt. Mit solchen Modellen arbeiten wir in der immunologischen Wissenschaft. Wir haben also ein Stück lebendes Synovialgewebe bekommen von unseren Orthopäden, die häufig Korrekturoperationen durchführen und wo solche Gewebstücken anfallen. Wir haben das noch im lebenden Zustand und unter sterilen Konditionen geschnitten in eine kurze Platte und haben das inkubiert, gemeinsam mit T-Zellen aus demselben Gewebe. Die T-Zellen haben wir vorher gefärbt und haben dann angeschaut, welche Zellen in diesen Gewebsschnitt hineinmigrieren können. Und hier sehen Sie das, da sieht man dann schöne rote Zellen, die in das Gewebe hineinmigriert sind. Hier kann man natürlich nicht genau sehen, ob die nicht eigentlich nur oben drauf liegen. Deshalb haben wir eine Technik namens konfokale Mikroskopie angewendet. Hier sehen Sie auch wieder einen solchen Gewebsblock. Das ist hier dieses kleine Stück. Und das ist die Draufsicht. Da sehen Sie, die roten Punkte sind die eingewanderten T-Zellen. Und wenn man von der Seite schaut, das ist hier, was die Ebene darstellt, die 2 ist von oben und die 3 ist hier von der Seite, sieht man, dass die roten Zellen tatsächlich in der Mitte des Gewebes angekommen sind, also dort aktiv reingewandert sind. Das Gewebe muss dazu auch leben, die Zellen müssen in gutem Zustand sein, nur dann klappt das. Also wenn das Gewebe tot ist, können die nicht einwandern. Und wir haben zeigen können, und das war schon fast ein selbsterklärendes Experiment, dass man mit einer Blockade von TNF, und das ist eigentlich derselbe Antikörper, den wir auch zur Behandlung unserer Patienten anwenden, mit einem solchen Anti-TNF-Antikörper kann man diese Einwanderung massiv unterbinden. Sie sehen, das ist also ein deutlicher Unterschied. Es wandern viel weniger Zellen ein, wenn man den Antikörper eingibt. Das hätten wir erwartet, weil der Antikörper ja an den Gelenken auch zu einer Besserung führt. Aber der Mechanismus ist natürlich schon unklar. Deshalb haben wir dasselbe Experiment wiederholt, so wie wir es eben schon gesehen haben. Aber wir haben danach aus diesem Gewebe die Zellen, die einmigriert sind, wieder herausverdaut und haben die gesortet. Das ist also ein bisschen komplex, da kommen auch nur wenig Zellen raus, aber wir haben die Zellen, die es geschafft haben, ins Gewebe reinzuwandern, analysiert und verglichen mit den Zellen, die nicht ins Gewebe gekommen sind, die also in der Zellkulturschale draußen geblieben sind. Und wir haben die in vielen verschiedenen Markern verglichen. Das ist hier dargestellt. Sie sehen auch, wie nicht mehr ganz frisch die Ergebnisse sind. Aber das Ergebnis war insofern eindeutig, wir haben hier im oberen Faxplot, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wie solche Faxfärbungen durchgeführt werden, aber Sie sehen, dass diese Zellen in der Ordinate, in der Y-Achse, keinen TNF-Rezeptor 1 exprimieren, während die hier unten, die eingewandert sind, die emigrierten T-Zellen, die exprimieren TNF-Rezeptor 1. Und das mit einem deutlichen Unterschied, und dasselbe ist für den anderen Rezeptor für TNF und für das membranständige TNF nicht nachweisbar. Also die Zellen, die einwandern können, exprimieren den TNF-Rezeptor 1.
Und das macht natürlich Sinn, weil TNF gibt es viel im entzündeten Gelenk. Wahrscheinlich wandern die Zellen darauf hin. Das haben wir dann nach einer Reihe von Versuchen auch mechanistisch untersucht, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Aber in dem quasi entscheidenden Versuch haben wir dann auch zeigen können, dass wenn man diesen Rezeptor blockiert mit einem anderen Antikörper als den wir bisher verwendet haben, also ein rezeptorspezifischer Antikörper, auch dann wandern die Zellen nicht mehr in das Gewebe ein. Es ist also tatsächlich eine von diesen rezeptorabhängigen Migration in das Gelenk, die aller Wahrscheinlichkeit nach zur Entzündung bei der rheumatoiden Arthritis beiträgt. Und diese Expression von diesem Rezeptor erlangen die Zellen nicht erst im Gewebe, sondern wir haben dann im peripheren Blut von Patienten mit rheumatoider Arthritis nachgeschaut und siehe da, wir haben auch dort eine deutlich erhöhte Frequenz von Zellen gefunden, die den TNF-Rezeptor 1 exprimieren, während man die bei Gesunden eher nur selten trifft. Also relativ viele Patienten, im Mittel hier 5%, ist ganz schön viel, exprimieren diesen Rezeptor. Das sind die, die dann, wenn sie jemals in die Nähe des Gelenks können, dort eben auch einwandern. Wenn sie in die Nähe des Gelenks kommen, dann können sie dort auch einwandern. Und wir haben eine Reihe von funktionellen Untersuchungen mehr gemacht. Das sind eben vor allem Interferon Gamma und IL-17 exprimierende Zellen, die also einen eindeutig proinflammatorischen Phänotyp haben. Gut, das war in aller Kürze die Darstellung eines recht komplexen Versuchs, aber wir haben herausgefunden, dass tatsächlich von diesen höchstwahrscheinlich erkrankungsrelevanten T-Zellen eben genau die eine Rolle spielen, die den TNF-Rezeptor exprimieren. Das wäre also an dieser Stelle in unserem Wimmelbild diese Zelle, die hier TH1 positiv ist und aktiviert ist und die NFET aktiviert und die dann Zytokine macht. Das ist also ein ganz kleiner Ausschnitt dieses großen Universums eines arthritischen Gelenks. Wie können wir aber nun zu einem komplexen Bild dieses Erkrankungsgeschehens kommen? Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Manuskript, das ich heute vorstellen möchte. Insbesondere kommen wir zu der Technologie, die in diesem Manuskript verwendet wurde. Sie werden es gleich im Titel noch sehen. Die Technologie ist die sogenannte Single-Cell mRNA Sequencing, also die RNA-Sequenzierung von einzelnen Zellen. Sie wissen alle, dass seit der Jahrtausendwende das menschliche Genom entschlüsselt ist. Wir kennen alle Gene und wissen auch, wie viel RNA-Moleküle abgelesen werden können. Und wir können auch mit modernen Methoden analysieren die RNA-Expression in verschiedenen Erkrankungsbedingungen und schauen, welche funktionellen Konsequenzen die hat. Mit dieser neuen Methode bekommt man auch eine genomische Expressionsanalyse der Messenger-RNA aller Gene, aber man bekommt die für jede Zelle und man kann die durchführen für bis zu 20.000 Zellen gleichzeitig. Das sind also quasi 20.000 Genomanalysen auf Expressionsebene auf einen Schlag. Und man bekommt für diese 20.000 Zellen individuelle Expressionsprofile. Und das ist insofern wichtig, da die T-Zellen, zum Beispiel die T-Zellen, sehr heterogen sind. Das werden wir noch sehen. Da gibt es also sehr viele verschiedene Populationen. Und wenn man das alles in einen Topf schmeißt, bekommt man nie heraus, welche Funktionszustände eigentlich die relevanten sind. Deshalb ist diese neue Methode auf Einzelzellebene so entscheidend und wichtig, dass die entwickelt wurde. Sie wird heute gesehen als der Goldstandard für die Definierung von Zellzuständen. Das habe ich von Wikipedia. Das ist aber trotzdem sehr gut dargestellt, weil die Kosten sind in etwa dem Gewicht in Gold vergleichbar. Also jedes Experiment tatsächlich sehr teuer. Aber die Aussagen sind eben so wichtig, dass wir das auch immer wieder versuchen durchzuführen. Und das eigentliche Problem, wenn man dann für die 20.000 Zellen die 20.000 genomischen Expressionsprofile hat, ist eigentlich die biometrische Auswertung am Computer. Bevor wir zu diesem Paper kommen, möchte ich diese Technik einfach deshalb, weil sie aus meiner Sicht so entscheidend ist, kurz darstellen. Das ist eine wie immer leicht verkürzte Darstellung.
wie das mal in einer solchen Übersichtsarbeit vor 2 Jahren zusammengefasst wurde. Ausgangspunkt ist also entweder ein Gewebe wie die Synovialmembran oder eben Blut. Es werden Zellen separiert mit verschiedenen Techniken, entweder wiederum mit dem Fax oder mit immunmagnetischer Separation. Und dann werden die Zellen einzeln in kleine Tropfen verpackt. In Wahrheit sind das Gelkügelchen heutzutage. Die sind also mikroskopisch klein und werden in einem solchen Einzelzellstrom immer beladen mit einer einzelnen T-Zelle, die dann in ihrem einzelnen Geltropfen ist. Und so kann dann jede einzelne T-Zelle separiert werden und lysiert werden. Und die Gelpfropfen enthalten Substanzen, die die RNA aus jeder Zelle fixieren und so aufbereiten, dass man sie vervielfältigen kann. Das heißt, jeder Geltropfen enthält eine genomische Expressionsanalyse. Die wird dann mit der Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigt, wird amplifiziert, daraus oder erstmal wird die RNA umgeschrieben, cDNA, dann eine PCR-Reaktion und am Schluss gibt es dann Next Generation Sequencing, wer das schon mal gehört hat. Es werden also mit einer sehr hohen Tiefe sehr viele Sequenzen aus dieser RNA-Präparation gemessen und man bekommt eine unglaubliche Datenmenge, aber auch eine sehr präzise Analyse, welche Gene tatsächlich exprimiert werden für jede einzelne Zelle. Hier war unser Gewebe, jede einzelne Zelle dort drin, wissen wir am Ende, welche Gene sie exprimiert und damit, welche Funktion sie im Moment hat. Und danach kommt dann dieser Schritt der biometrischen Auswertung, über den ich heute gar nicht sprechen will, weil das sowohl den Rahmen als auch meine fachliche Expertise sprengen würde. Nur kurz angedeutet, das sollen jetzt die letzten langweiligen Übersichtsdias sein. Wenn man einmal diese Genexpression gemessen hat, wenn man die Sequenzen hat, dann wird das Ganze normalisiert. Das liegt daran, dass bei manchen Proben man bessere Sequenzierung bekommt mit einer größeren Tiefe, bei anderen schlechter. Das wird dann alles normalisiert, sodass die Werte ungefähr vergleichbar sind. Danach kommt es zur Dimensionsreduktion. Da gibt es also ganz verschiedene Methoden. Das ist sind die statistischen Methoden, die tatsächlich so eine dreidimensionale Genabhängigkeit von 3 verschiedenen Genen auf 2 Dimensionen runterbrechen. Und so entstehen diese T-SNE oder UMAP-Plots, die ich Ihnen gleich noch erzähle. Das kann man bis hin zu neuronalen Netzwerken auswerten. Sehr komplex und man kann das als Wissenschaftler niemals selbst leisten, sondern braucht immer einen Biometriker. Und dann werden Cluster gebildet und diese Cluster beschreiben dann eigentlich das, was wir wissen wollen. Und damit kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema. Also der Titel des Papers ist Defining Inflammatory Cell States in RA by Integrating Single Cell Transcriptomics. Also es werden einzelne entzündliche Zustände beschrieben. Und die erste Besonderheit sehen Sie schon hier in der Autorenliste. Es ist also das Accelerating Medicines Partnership Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus Konsortium, AMPRA-SLE-Konsortium, beteiligt. Das waren insgesamt 10 Zentren, die also aktiv rekrutiert haben. Es sind am Ende Gewebeproben von 36 Patienten verwertet worden. Das waren aber nur die 36, die die Qualitätsanforderungen erfüllt haben, mittels ultraschallgestützter, sicherer Synovialmembran-Biopsie, wahrscheinlich noch viel mehr. Und Sie sehen zum Beispiel, Peter Gregerson ist auch immer noch dabei in diesem Konsortium und es ist eine Reihe von ganz berühmten Namen in der Rheumatologie, die hier tatsächlich sehr wichtige, klinisch genau charakterisierte Patienten zusammengefasst haben. Gut, mal schauen, dass wir nicht die Zeit überziehen. Im ersten Teil des Manuskripts wird vorgestellt, was eigentlich getan wurde. Und das ist ein Workflow, der ganz ähnlich ist zu dem, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Es werden also die Synovialmembranen zunächst erstmal von den rekrutierten Patienten verdaut, sodass man Einzelzellen hat. Nebenher macht man Histologie. Dann werden die Proteinexpressionen, über die ich jetzt noch nicht so gesprochen habe, werden im Fax in der Massenspektroskopie untersucht. Dann kommt es zum Sorten und dann wird am Ende die Einzelzell-RNA-Analyse durchgeführt. Und der zweite Teil der Abbildung beschreibt die statistischen Methoden,
mit denen die Daten validiert werden und mit denen überhaupt sinnvolle Aussagen aus diesen riesen Datenmengen abstrahiert werden können. Da will ich nicht weiter drauf eingehen, außer erwähnen, dass hier an einer Stelle schon der erste ganz offensichtliche Befund, der auf sich auch durchs ganze Paper zieht, immer wieder klar wird. Es gab eine Kontrollgruppe von Osteoarthritis-Patienten, also normale Arthrose-Patienten, die auch operiert wurden, die aber keinen Rheumatismus haben. Dann gab es eine Gruppe von nur als RA, als rheumatoide Arthritis bezeichneten Patienten. Und dann gab es die zweite Gruppe von leukozytenreicher RA. Und diese Gruppe, die Leukocyte-Rich RA, das sind eigentlich die RA-Patienten, auf denen die wichtigen Befunde beruhen. Dort sind eine ganz hohe Dichte von entzündlichen Zellen eingewandert ins Gewebe. Das sind auch die Patienten mit den schwersten Verläufen, mit den höchsten Autoantikörpertiter. Diese blässliche RA-Gruppe, die nicht so leukozytenreich ist, die wurde von den meisten Analysen dann auch ausgeschlossen, weil die sich nur bedingt oder wenig von den Arthrose-Patienten unterschieden hat. Das könnte man fast so ein bisschen korrelieren mit halt auch mit dem Aktivitätszustand und vielleicht auch mit der Höhe der Antikörpertitel. Gut, das ist also das, was gemacht wurde für zwar nur 36 Experimente, da aber eine einzelne Untersuchung irgendwo zwischen 7.000 und 8.000 Euro kostet, können Sie sich vorstellen, was schon die Verbrauchsmittel in diesem Konsortium für Kosten aufgeworfen haben. Trotzdem sind mit dieser Qualitätssicherung und diesem Standard und dieser Expertise eine solche durchgeführte Studie ist von entscheidender Bedeutung für uns alle, die wir in der Rheumatologie weiter forschen. Deshalb sprechen wir heute drüber. Zunächst einige Auswertedaten zu zur konventionellen Histologie und zu den histologischen Befunden in diesen Patienten. Sie sehen zunächst mal, dass dieselben Zellpopulationen, die ich schon am Anfang erwähnt habe, in entsprechenden Häufigkeiten auch zu finden sind. Also es gibt B-Zellen, nicht so viele, aber die sind da. Es gibt viele CD4-Zellen, viele CD8-Zellen, dann auch weniger als CD4, Fibroblasten und Monozyten. Und hier ist dargestellt, genau diese Zellen in den leukozytenreichen Gewebe sind ganz viele synoviale T-Zellen, während die bei der Arthrose nicht nachweisbar sind. Auch B-Zellen sind vermehrt in der leukozytenreichen RA. Interessanterweise sind die Monozyten in allen drei Geweben ungefähr gleich verteilt. Hier ist dargestellt der sogenannte Krenn-Score. Veit Krenn ist ein deutscher Pathologe, der früher auch mal mit einem unserer Leipziger Kollegen zusammengearbeitet hat und der eine Klassifikation entwickelt hat, nach der man histologisch die Aktivität einschätzen kann. Und hier sieht man eben auch, dass die leukozytenreiche RA entzündlicheres Infiltrat hatte. Das ist auch hier unten in der Korrelation dargestellt. Also Sie sehen, die Patienten, die wahrscheinlich den schwereren Verlauf haben, die klinische Korrelation ist so ein bisschen fraglich, das muss man klar sagen, aber in der Abstraktion der Daten ergibt sich das eben, dass die Patienten, wo auch richtig viel Infiltrat drin ist, das waren eben die mit der leukozytenreichen RA. Gut, sind jetzt schon Fragen aufgetaucht an irgendeiner Stelle? Sehe noch keine. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil mit der wirklich neuen Methode. Über diese RNA-Sequenzierung und über die Dimensionsreduktion entstehen dann solche sogenannten T-SNE-Plots. Will ich jetzt nicht darauf eingehen, was das bedeutet, müsste ich erst überlegen. Was sich dort jedenfalls darstellt, sind Cluster von Zellen, die ein ähnliches Expressionsmuster haben und die sich hoffentlich abgrenzen von anderen Zellen. Und Sie sehen wiederum, hier gibt es nicht mehr vier, sondern fünf solche Cluster bisher. Es gibt ein großes T-Zell-Cluster, es gibt sehr viele Fibroblasten, es gibt B-Zellen, Monozyten und die Plasmablasten als ausdifferenzierte B-Zellen kommen noch dazu. Und diese Cluster sind ganz klar voneinander differenziert aufgrund ihrer RNA-Expressionsmuster und man kann diese auch sehr gut mit Hilfe von Faxanalysen und Proteinanalysen verifizieren. Die sind also gut gesichert, diese
diese Cluster. Und im Prinzip wussten wir ja auch bisher, dass diese Zelltypen in der rheumatoiden Synovialmembran vorliegen. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie dann die beginnenden wichtigen neuen Ergebnisse. Es gibt nämlich für jeden dieser Zelltypen einzelne Untercluster, die sich auch sehr gut differenzieren lassen und die aber unterschiedliche Expressionsmuster haben und damit unterschiedliche Funktionstypen haben. Die sind immer dargestellt mit SC für Synovial Cell F1 ist Fibroblast Population 1. So ist das geteilt. Und die sind hier auf der unteren Seite der Abbildung dargestellt. Die Fibroblasten bilden halt insgesamt eine solche relativ homogene, runde Population. Das ist die blaue von hier oben. Da sehen Sie, dass auf der linken Seite clustern ganz viele Zellen zusammen, die exprimieren HLA-DR. Das ist also wieder unser HLA-Molekül, welches ich Ihnen am Anfang dargestellt habe, dass das TC-Rezeptor-Erkennung betreibt. Auf der rechten Seite ist eine CD34-positive Population und hier unten noch eine DKOPF3 kleinere Monozytenpopulation. Und in den weiteren Plots sieht man, dass man für jede dieser Populationen einzelne Zielgene gezielt auswerten kann. Zum Beispiel sieht man, dass Phi1, ein Marker, ist vor allem den beiden oberen Populationen ausgeprägt. IL-6 wird vor allem von den dunkelblauen Zellen, die DR exprimieren, exprimiert. Und ja, hier sehen Sie, dass das mehr oder weniger ähnlich ist, das Expressionsmuster. Für die Monozyten ist das ganz ähnlich. Die sind alle CD14 positiv. Das ist quasi das Differenzierungskriterium. Aber nur ein Teil der Monozyten exprimiert IL-1. Und das ist eine ganz wichtige Population, die IL-1-positive Monozytenpopulation. Insgesamt gibt es aber auch vier verschiedene Monozyten-Subpopulationen, die sich alle statistisch gut abgrenzen lassen und hier in diesen verschiedenen Schattierungen von Violett dargestellt sind. Bei den B-Zellen gibt es sogar sechs verschiedene Subpopulationen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Drei davon sind CD4 und drei sind CD8-Zellen. Und bei den B-Zellen gibt es vier verschiedene Subpopulationen. Also hier sehen Sie, dass ein großer Teil der B-Zellen HLA-DR exprimiert. Und eine Population ist komplett Memory, die Plasmablast, CD27 positiv. Also man kann hier schon ableiten, in welche Richtung die Funktion geht. Im weiteren Verlauf des Manuskripts wurde für jede einzelne dieser Subpopulationen wurden die Daten noch weiter im Detail aufgelöst. Aufgrund der Zeit und der Übersichtlichkeit habe ich die Fibroblasten und die B-Zellen rausgenommen und konzentriere mich auf die Monozyten und die T-Zellen, weil das unsere interessierenden Populationen sind. In den Monozyten, dieses hier dargestellt, sieht man also vier verschiedene Populationen. Hier oben sehen Sie solche grafischen Darstellungen, wie die Expressionsmuster in solchen Heatmaps dargestellt werden. M1, M2, M3 und M4 sind die vier Monozytenpopulationen. Und die ausgelesenen Gene sehen Sie hier rechts dargestellt. Das sind natürlich komplexe Figures, denen zugrunde liegt, dass sehr viel Information dort drin enthalten ist. Aber diese Populationen M1, die Monozyten, das sind eben die, die in dem leukozytenreichen RA-Gewebe ganz viel IL-1 exprimieren und das eine der proinflammatorischen Entzündungen, der proentzündlichen, proinflammatorischen Zellpopulationen sind. Und die sind jeweils wieder nur erhöht in der leukozytenreichen RA, während die M2-Population in der Arthritis der Arthrose vermehrt auftritt. Hier unten sind noch weitere solche Plots, die auf Massenspektroskopie, Spektrometrie beruhen, die im Prinzip in der Regel die Expressionsdaten bestätigen, das ganze Bild nochmal sicherer machen und natürlich auch komplexer machen. In der Abbildung 6 des Manuskripts geht es dann um die T-Zellen. Und über diese haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Die ersten drei sind CD4-Populationen. Es gibt eine Population, die gekennzeichnet ist dadurch, dass sie CCR7 und den IL-7-Rezeptor vermehrt exprimiert. Auch diese tritt vermehrt bei leukozytenreicher RA auf. Das sind am ehesten auch regulatorische T-Zellen.
Dann gibt es die eher inhibitorische Population mit CTLA4 und Ticket-Expression. Eine dritte Population, die durch PD-1 gekennzeichnet ist. Und die CD8-Populationen sind alle vor allem zytotoxische T-Zellen. Im Detail will ich da nicht weiter drauf eingehen, weil es das Bild zu komplex macht. Aber diese Informationen über diese Zuordnung in den einzelnen in den einzelnen Unterpopulationen von T-Zellen sind aus meiner Sicht schon entscheidend, weil wir, wenn wir in Zukunft T-Zell-Forschung betreiben, sollten wir uns immer versuchen, auf die in einer solchen großen bahnbrechenden Studie publizierten Muster zu beziehen und sollten also in Zukunft auch versuchen, CCR7-positive Zellen zu finden, nicht nur in der Synovialmembran, weil wir haben zwischenzeitlich auch gefunden, dass es meist für diese Population auch eine Entsprechung im peripheren Blut gibt. Aber nach all diesen vielen bunten Bildchen komme ich nun zum Abschluss. Was man in der letzten Figur gemacht hat, ist, man hat tatsächlich all diese unterschiedlich regulierten Gene in andere Datenbanken eingegeben, wie KEK zum Beispiel, so heißen die, wo man sich dann anzeigen lassen kann, welche zellulären Mechanismen und Pathways besonders angeschaltet sind. Und da sehen Sie hier, das ist eigentlich mehr oder weniger zu erwarten. Das sind also ganz viele Entzündungspathways, die Regulation von T-Zell-Rezeptorerkennung, von MHC-Expression. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber im letzten Abschnitt dieser letzten Figur kommt eigentlich die Pointe meines Vortrags, die ich Ihnen heute nahebringen wollte. Man hat ja dargestellt einige ausgewählte Gene, die auch in verschiedenen Zellpopulationen über die einzelnen Zelltypen durchgehend exprimiert wird. Und dort habe ich mir erlaubt, gelb zu kennzeichnen, unseren TNF-Rezeptor 1. Das ist also der Genname für den TNF-Rezeptor 1. Das ist eines der 12 Gene, die hier explizit aus diesen Pathway-Analysen herausgezogen wurden als ein übergreifendes Expressionsprinzip in entzündlichen Immunzellpopulationen bei der rheumatoiden Arthritis. Und Sie sehen auch unsere T-Zellen hier, die blauen einzelnen Populationen exprimieren den TNF-Rezeptor. Und wir denken, dass das nun unsere T-Zellen sind, die wir schon vor 8 Jahren untersucht haben und wo wir schon damals gefunden haben, wenn die den TNF-Rezeptor exprimieren, dann können sie damit einwandern in die Synovialmembran und können dort zur Entzündung beitragen und sind deshalb pathogenetisch relevante T-Zellen. Das ist also eine späte Bestätigung, aber gleichzeitig auch ein Ansporn. Das bestätigt natürlich auch, dass viele der Ergebnisse hier drin tatsächlich relevant sind und man sollte weitere Projekte daran ausrichten. Gut, diese Liste überspringe ich, weil zu komplex. Das ist quasi die Zusammenfassung. Das ist so eine Art Nachschlagewerk. Hier kann man jetzt tatsächlich für jede einzelne Zellpopulation nachschauen, in welcher Makrokombination, wie viel Prozent der Zellen diese exponieren. Und ich komme zu der Zusammenfassung dieses Papers. Mir erscheint das wie ein Kompendium, ein Atlas aller möglicher synovialer Zellen bei rheumatoider Arthritis. Und die Ergebnisse waren eben, es gibt Fibroblasten, die wichtig sind. Es gibt IL-1-Beta produzierende proinflammatorische Monozyten. Es gibt B-Zellen. Es gibt besondere T-Zell-Populationen, diese PD-1-positiven Peripheral Helper T-Cells, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, die finden sich sowohl im Gelenk als auch im Blut und patrouillieren da offensichtlich. Es gibt einzelne CD8-Populationen und es gibt Fibroblasten, die besonders IL-6 exprimieren. Und für all diese einzelnen Populationen gibt es seit Jahren bekannte Zusammenhänge, Untersuchungen zu immunologischen Mechanismen, die eben zur Erkrankung beitragen. Gut, dann gehe ich noch mal eins zurück. Damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende und würde jetzt eigentlich hoffen, dass wir noch einige Fragen in petto oder eingesammelt haben. Ich weiß nicht, gibt es Fragen, die auf
Twitter aufgetaucht sind, Frau Pecher, oder haben Sie irgendwas gesehen oder ist bei Ihnen was angekommen? Auf Twitter jetzt erstmal nicht und auf YouTube habe ich bislang auch keine Fragen. Mhm. Es ist aber eine Frage hier im Chat drin reingekommen. Und zwar lassen sich die Informationen der verschiedenen Zellpopulationen, die aus der Synovialmembran gewonnen wurden, zuverlässig mit den Ergebnissen von Zellen aus dem peripheren Blut übertragen oder andersherum? Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Die lassen sich dann übertragen, wenn die Zellpopulationen auch sowohl im peripheren Blut als auch in der Synovialmembran nachweisbar sind. Dafür sind zum Beispiel diese peripheren T-Helferzellen, die hier dargestellt sind, ein gutes Beispiel. Die sind sowohl in der Synovialmembran als auch im peripheren Blut nachweisbar und haben auch ganz ähnliche Explosionsmuster, sowohl in der RNA als auch in der Proteinebene. Ach, Frau Grimm, vielen Dank für die Frage. Aber entscheidend ist sicherlich, dass diese hin und her patrouillieren. Es gibt andere Zellpopulationen, wie zum Beispiel die B-Zellblasten. Wenn diese in der Synovialmembran aktiviert werden und wenn diese dort Antikörper produzieren, werden die Synovialmembran nicht mehr verlassen. Die funktioniert dann wie ein sekundäres Immunorgan. Solche Zellen migrieren nicht mehr. Das heißt, die können wir im Blut auch nicht erwarten. Insofern stimmen dann die Ergebnisse doch wieder überein, weil die Zellen, die wir im Blut nicht erwarten, die finden wir dort in der Regel auch nicht. Danke. Weitere Fragen? Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Die Frage war allerdings von Felix Beck. Das wollte ich noch richtig stellen. Ich habe eher eine klinische Frage, weil ich ja auch ein bisschen eher aus der klinischen Forschung komme und die Zellforschung für mich ganz neu ist. Und zwar ist mir bei dem Paper aufgefallen, dass das ja verglichen wurde mit Patienten mit einer Osteoarthrose. Und das hat ja sicherlich ethische Aspekte, dass man halt gesunde Kontrollen nicht heranziehen konnte, weil die sicherlich nicht am Gelenk operiert werden beziehungsweise keinen Gelenkersatz bekommen. Daraus sind ja die Proben geholt worden. Die Frage, die sich mir allerdings gestellt hat, ist, sehen Sie das auch eher kritisch, dass das zu Osteoarthrose verglichen wurde und nicht zu gesunden? Weil wir ja aus anderen klinischen und bildgebenden Studien durchaus wissen, dass die Arthrose auch eine entzündliche Komponente hat. Also da fällt mir so diese Norway-Oslo-Hand-Osteoarthritis-Kohorte ein. Da hat man viele Publikationen zugesehen, wo das auch eine entzündliche Komponente Tatsache im Gelenk, wo sie die nachweisen konnten. Und jetzt war meine Frage, wie Sie das sehen, dass das so aus der Arthrose verglichen wurde. Also auch das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass es auch inflammatorische Verläufe der Arthrose gibt, gar keine Frage. Das wäre ein viel größeres Problem aus meiner Sicht, wenn sich die Arthrose nicht noch durch zusätzliche Eigenschaften von der rheumatoiden Arthritis unterscheiden würde. Solche sind ja zuhauf dargestellt worden. Also ganz das Osteoarthrose-Gewebe, wenn Sie das untersuchen, ist eigentlich relativ leer. Das sind vor allem Fasern, dort ist Fett drin, aber dort sind nicht viele eingewanderte Zellen. Es gibt natürlich die aktivierten Arthrosen, die dann richtig auch mal heiß sind und wo dann bestimmt auch Neutrophile vielleicht sind, auch ein paar T-Zellen, die sind trotzdem, glaube ich, immer noch eine gute Kontrolle, weil halt eine transiente und relativ akute Entzündung nicht wirklich vergleichbar ist mit einer chronischen Autoimmunantwort wie bei der rheumatoiden Arthritis. Insofern würde ich das nur als ein Problem sehen, wenn die Entzündung in der Arthrose uns das Studienergebnis kaputt machen würde. Das wäre eigentlich nur dann ein Problem, wenn die Studie schlecht wäre. Idealerweise müssten wir das ja mit gesunden Kontrollen machen. Ich gebe Ihnen recht, gesunde Menschen geben ihre Knie nicht gern in den OP. Aber das Problem ist auch diese Substanz der Synovialmembran, die wir brauchen für diese Untersuchung, die gibt es ja am gesunden Knie gar nicht. Das sind ja so dünne Häutchen dort, da kann man gar nichts draus machen. Also es braucht einen Erkrankungsprozess und da ist die Arthrose nun mal das, was uns zugänglich ist. Wichtig sind auch andere Krankheitskontrollen mit ähnlichen Verläufen wie der rheumatoiden Arthritis. Wir greifen immer wieder auf den Lupus oder auf die Psoriasis Arthritis zurück, das stimmt.
Tatsächlich hätte ich da jetzt auch eine aufbauende Frage darauf. Das hat mich nämlich auch interessiert, dass diese Gruppe, diese mit den wenig Leukozyten, dass sie dann so ähnlich, weil das waren ja alles, wenn ich das richtig verstanden habe, RA-definierte Erkrankungen, die dann klinisch die Kriterien voll erfüllt haben einer rheumatoiden Arthritis, dass dann aber die Synovialmembran tatsächlich eher der Osteoarthrose ähnelt, ist ja auch sich klinisch vielleicht interessant, was auch unsere Therapie dann letztendlich angeht. Oder gab es da klinisch, waren das dann auch unterscheidende Kohorten, also dass das aktive Patienten eher waren, die dann auch die aktive Synovia hatten, oder gab es da klinisch gar keine Korrelation dazu? Also Sie haben alle gemeinsam den Finger in einer gewissen Wunde, das muss man ganz klar sagen. In dem Paper ist keine gute klinische Charakterisierung da, aber das waren alles Patienten, die die Kriterien einer rheumatoiden Arthritis, auch wenn dann noch die 1987er ACR-Kriterien verwendet wurden, aber die waren alle erfüllt. Das waren alle Verläufe, die auch behandelt wurden. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist halt so, dass es Verläufe gibt der rheumatoiden Arthritis, die wir aus der Klinik alle kennen, wo auch die Gelenke kaum geschwollen sind, wo man mit der Synovialmembranuntersuchung auch nicht wirklich weiterkommt, weil da so wenig Substanz drin ist und wo die Gelenke trotzdem dramatisch kaputt gehen innerhalb kürzester Zeit. Und die Frage ist schon, ob diese Trennung in Leukozytenreich und Leukozytenarm eigentlich unsere klinische Wahrnehmung so widerspiegeln würde. Und ich fürchte, dort wäre das größte Problem, da wären auch Patienten, die eigentlich eine schlimme rheumatoide Arthritis eigentlich hatten und die sich von der Arthrose nicht wirklich unterschieden haben. Das sind halt die Grenzen dieser histologischen Begutachtung. Die Proben wurden ja alle zwischendurch eingefroren, an einen anderen Ort gebracht. Man kann das halt schlecht, das müsste eigentlich der behandelnde Rheumatologe selbst beurteilen, der versteht aber in der Regel nichts von der Biometrie. Insofern ist das ein Kompromiss, aber dass ich diese klaren, histologisch gut charakterisierten, sehr stark infiltrierten rheumatoiden Synovialmembranproben gut eignen für solche Untersuchungen und dass die auch nur bei der RA auftreten. Die haben dann ja auch oft solche Keimzentren, wo richtig die Blasten in der Mitte sitzen und das aussieht wie ein Lymphknoten. Das ist ganz häufig so in vielen Studien. Das haben wir selbst auch schon erlebt in solchen Studien. Das muss man akzeptieren. Aber das ist sicher eine der Limitationen dieser Studie. Ich hätte noch eine Frage aus dem YouTube-Kanal, wenn ich die noch kurz stellen darf. Da war noch die Frage, welche Subpopulation der Zellen empfinden Sie da als erfolgsversprechendes Therapiezellen? Sie haben ja mehrere dann auch jetzt vorgestellt. Oder anders gefragt, worauf konzentriert sich nun die weitere Forschung? Das ist vielleicht schon sehr weiterführend, aber gerne Ihren Aspekt dazu. Auch das ist eine sehr interessante Frage. Also ich bin ja primär dafür, die T-Zellschiene zu behandeln. Aber das liegt an meinem etwas voreingenommenen Blick, weil ich halt die T-Zellen für die relevanteste Zellpopulation halte. In der Tat ist es so, dass man eigentlich in einer idealen Welt müsste man erst identifizieren die Zellpopulationen, die den meisten Schaden anrichten oder die vielleicht der entscheidende Faktor sind für die Aufrechterhaltung der Autoimmunantwort. Und dann müsste man versuchen, die zu beseitigen. Praktisch läuft es oft so, wie wir derzeit erlebt haben mit den neuen Medikamenten, den JAK-Inhibitoren. Da hat man erst die Medikamente entwickelt, hat dann gesehen, was die machen. Die hemmen Rezeptoren. In unserem konkreten Fall sind die auf den meisten dieser Zellen ohnehin exprimiert. Das ist vielleicht das Geheimnis der guten Wirkung, weil sie eben nicht nur eine Zellpopulation behandeln mit diesem Einsatz. Und es wird nach Wirkung entschieden. Und so wird auch in Zukunft Medikamentenentwicklung stattfinden. Insofern denke ich, dass es gar nicht so zielführend wäre, wenn man sich auf eine solche Zellpopulation festlegt und versucht, diese gezielt auszumerzen. Manchmal haben wir aber Glück, wir Rheumatologen, indem wir einfach diesen B-Zell-depletierenden Antikörper von den Hämatologen übernommen haben. Und alle haben gedacht, wir könnten damit den Lupus heilen. Aber in Wahrheit hat ja die rheumatoide Arthritis zum Teil geheilt. Und seitdem das der Fall ist, wissen wir, dass die B-Zellen offensichtlich eine viel größere Rolle spielen, als Rheumafaktoren zu produzieren. Genauso wie wir mit dem Abatacept jeden Tag wieder in der Klinik beweisen können, wenn wir es einsetzen, dass die T-Zellen eine Rolle spielen. Wir haben das in letzter Zeit oft gemacht und es wirkt gut. Weitere Fragen?
Jetzt noch mal eine ganz kurze Frage von meiner Seite. Inwieweit gibt es denn jetzt Unterschiede? Wir wissen ja, bei der Rheumatoiden Arthritis gibt es ja seronegative Formen, seropositive Formen. Gibt es da unterschiedliche Ansatzpunkte, was ja die Zellexpression angeht? Sind das zwei unterschiedliche letzten Endes Erkrankungsbilder, die dann auch wieder anderen Therapien zugänglich sind? Wie schätzen Sie das ein, Herr Wagner? Also in dieser Studie wurden sowohl seropositive als auch seronegative Patienten eingeschlossen. Es wurde alle Ergebnisse, die ich jetzt vorgestellt habe, wurden ausgewertet im Hinblick darauf, ob es Unterschiede zwischen seropositive und seronegative RA gibt. Und die gab es nicht im Großen und Ganzen. Was wieder aus meiner Sicht mit der nicht so perfekten klinischen Charakterisierung der Patienten in dieser großen Studienkohorte und in diesem Konsortium zu tun hat. Das ist halt schwierig, das auch wirklich über 10 Zentren und wahrscheinlich 30 oder 40 behandelnde Rheumatologen einheitlich durchzuführen. Das ist ein Problem. Aus unserer eigenen Erfahrung muss ich sagen, wir rekrutieren die allermeisten Studien zur Pathogeneseforschung, zu immunologischen Untersuchungen, bevorzugt aus seropositiver, bevorzugt anti-CCP-positiver RA, weil wir schon sehen, auch klinisch wissen Sie ja auch, ganz oft hat man eben ein ganz anderes Ansprechen in der Seronegativen und vor allem ist das Problem aus meiner Sicht, dass die so schwer zu definieren ist. Das sind halt viele Patienten, die wir darunter subsumieren, dass das eine seronegative RA ist, die man dann auch behandeln kann mit unseren Medikamenten, aber wahrscheinlich liegen da manchmal andere Erkrankungsbilder zugrunde. Und deshalb für eine saubere Pathogeneseforschung würde ich immer auf die Seropositiven fokussieren und dann halt schauen, ob die entsprechenden Therapien auch den Seronegativen helfen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Gibt es jetzt weitere Fragen? Einmal im Chat bzw. auf dem YouTube-Channel bzw. auf Twitter. Frau Pescher, wie sieht es bei Ihnen aus? Aktuell stumm. Wurde wahrscheinlich alles schon gefragt. Ja, also ich mache die Zeit schon lange überzogen. Ja, also an der Stelle möchte ich mich bei Herrn Professor Wagner ganz, ganz herzlich für diesen wirklich sehr tollen Vortrag bedanken, der uns einen sehr, sehr tiefen Einblick in die Zellforschung bei der rheumatoiden Arthritis gebracht hat, die uns auch ein neues Verständnis letzten Endes bringt für die immunologischen Interaktionen der verschiedenen Zelltypen bei der rheumatoiden Arthritis und wie Sie schon angesprochen haben, letzten Endes auch die Therapieoptionen der RA zum Teil wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ich möchte jetzt noch darauf hinweisen, dass der nächste Journal Club am 1. Februar stattfindet, wieder um 18 Uhr. Hier wird Frau Professor Kötter sprechen. Frau Professor Kötter ist die Direktorin der Klinik für Rheumatologie und Immunologie in Bad Bramstedt, als auch am Universitätsklinikum Eppendorf. Wir freuen uns wieder, dass Sie einschalten. Und ja, von unserer Seite wünschen wir allen eine schöne Adventszeit und frohes Fest und dann auch alles Gute für das kommende neue Jahr. Nochmal herzlichen Dank auch an Sie, Herr Pfeil und Frau Pecher, für die Moderation und an alle Diskutanten, alle Zuhörer. Ich möchte mich auch ganz herzlich verabschieden und wünsche auch allen frohe Weihnachten als nächstes. Der nächste Journal Club ist, wie eben gezeigt, im Februar. Einen schönen Abend.